Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Play to Win. Wir machen weiter mit dem Todesturm. Aktuell steht der Hack bei ca. 8,5 Punkte, was aber auch daran... Ui, ich habe da ehrlich gesagt schon gerade abgeschlossen gehabt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den Sprung schaffe. Die Punktzahl ist vielleicht aber auch ein bisschen besser. Das Ding ist besser, als ich es niedergeschrieben habe. Ich habe halt leider im ersten Level einen kleinen Monolog halten müssen und weiß daher, hab mir daher nicht getraut, eine Bewertung fürs erste Level da zu lassen. Dementsprechend muss ich das erstmal nachholen und ja, da habe ich ein bisschen Speed gebaut. Ich bin kein Fan von dieser Musik. Die erinnert mich immer an diesen einen bösen Hack, den ich mal 2017 gespielt habe. Oder ja doch, müsste. Bin ich runtergefallen. Müsste 2017 gewesen sein. Grundsätzlich so Schlösser und so. Ja, Schlösser und Geisterhäuser sind etwas, was meiner Meinung nach nicht drin sein muss. Aber Leute fühlen sich da irgendwie immer leider dazu verpflichtet, das zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sofern der Hack hier tatsächlich auf Leben achtet, dass wir hier dann erstmal die Möglichkeit haben werden, speichern zu können. Oh! Okay, das ist nett. Ja, komm, geh runter jetzt hier. Da schon wieder. Es ist... Er hat das nicht grundlos so verkackt gebaut. Das, da kriegt man halt leider immer so das Problem, dass man runterfällt. Ja, zu spät. Okay. Sehr, sehr interessant. Leichter Leerlauf, aber jetzt nicht kritisch gemeint. Das war schön. Man wusste jetzt nicht hundertprozentig, wie weit geht der Spaß durch? Ich hab's, ne? Ich hab's heute mit Decken und mit Checkpoints, die vor meiner Nase immer sind, aber ich erreiche sie doch leider nicht. Tja, ey, das wäre so lustig irgendwie, wenn ich dann jetzt tatsächlich die ganzen Level nochmal spielen müsste. Ich würde es halt echt gerne herausfinden, aber... rausfinden wollen, aber ich werde nicht freiwillig drauf gehen, ganz, ganz klar. Ach komm, ey. Es sind immer bisher die Abgründe gewesen, die mich penetriert haben, ne? Niemals wirklich die Zahl der Gegner. Okay. Ja. Hier dann... Wieso habe ich den nicht mehr im Kopf gehabt? Aber okay, dafür gibt es dann auch direkt einen guten Pilz. Mittelpunkt, Checkpoint bringt mir jetzt leider nicht so viel. Ist das ein Standardgegner? Mehr oder weniger. Ist das einer, der richtig steil geht? Da gab es ja auch so Leute, die richtig... Ja, es ist einer von denen. Es ist einer von denen, die... Ja, es ist einer von denen. Die Hitbox ist der Zeitraum, in dem du ihn treffen kannst, ist richtig, richtig gering. Und das als ersten Boss finde ich... ist schon ein Statement. Ich werde direkt rausgekickt und bin... Nope. Tatsächlich hier. Warum werde ich denn direkt rausgekickt? Was ist denn das für eine komische Scheiße? Na gut, ja. Zu meiner Enttäuschung scheinen Leben hier wieder nur so peripher eine Rolle zu spielen. Dementsprechend... hat sich mein Controller kurz abgemeldet anscheinend. Dementsprechend... ja, werden wir dann... also anscheinend am Anfang eines Levels ein Safe State machen. Das Ding ist, wenn ich hier natürlich Game Over gehe... wieso habe ich den schon wieder vergessen? Dann... ja, muss ich das Level nochmal machen. Das... sei mal so dahingestellt. Wirklich, ich vergesse den jedes Mal. Ich weiß, das kann man sich nicht vorstellen, aber... weil man sieht ihn auch. Ja gut, so ein Stückchen, ne? Jetzt habe ich aber tatsächlich an dich gedacht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und das ist ja... es ist ja auch nicht... Das war mein Controller. Jetzt ist... ja? Ja, das Ding ist, okay, ich muss mich drum kümmern. So, ja, ich spiele ja mit PS4-Controller und der hat da so einen Kabelbruch und je nachdem, wie ich den an den PC stöpsel, geht es mal besser, mal schlechter. Sorry, dass der Typ einfach... dann soll er halt meinen Pilz haben, mir doch egal. Junge. Oh! Da hätte ich jetzt... habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich das schaffe. Ja, man merkt auch schon direkt...
Raum weiß man, dass man, dass es keine wirklichen Konsequenzen gibt, spielt man auch wieder behinderter. Und da werden, da kann man ja dann dementsprechend die Safe-States leider zücken. Die böse, böse Sicherheit, die man im Hintergrund verspürt, sie lässt einen sehr ungehobelt und... Wow! Krasser Shit. Fickerig wirken. So. Ja, ich würde gerne sagen, ich bin jetzt zuversichtlich. Denke, ich würde es schaffen, aber das Problem ist, dass die Hitbox bei dem Spasti, wie gesagt, sehr, sehr gering ist. Ich denke, ich muss spammen. Und noch nicht mal das geht. Einen Treffer kassieren. Ja, sorry, das ist Absturz. Da hast du dich jetzt... Seht ihr das? Seht ihr das? Da hast du dich jetzt sehr unbeliebt bei mir gemacht. Da muss man echt fragen, ob das dann überhaupt beabsichtigt ist. Der Hack war doch so schön. Wie kann... Wie kann dir denn sowas passieren? Frage ich mich. Wie kannst du denn... Vor allem bei einem Hack, der sich normal schimpft, Schwierigkeitsgrad technisch, wie kannst du da der Meinung sein, dass das gut ist? Frage ich mich, Kollege. Ist es vielleicht wirklich ein Fehler? Nur guck mal, der... Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann nur sagen, schaut euch das an. Du willst irgendwie rausspringen und dann ist es aber anscheinend zu spät und dann feuert er und... Ich glaube, es geht noch eine Nummer schlimmer, aber... Ja, es ist nicht weit entfernt von dem. Ja, du musst irgendwie rauf und dann das... Ja, und alle guten Dinge sind glücklicherweise hier 3 gewesen. 1, 2, 3, 4, ja. Level 5 war an und für sich vom eigentlichen Level her nett. So die Länge gefällt mir auch ganz gut, muss ich sagen. Fand ich jetzt von der Thematik und so weiter nicht so gut wie die anderen. Hätte ich dann dementsprechend als, ich sag mal, so eine 6 gewertet. Dadurch, dass der Boss aber dann richtig Allahu Akbar war, gehe ich runter auf eine 5. So, mal gucken, ob wir ein neues Lied kriegen. Oh, das hat schon was. Das, für damalige Verhältnisse... Also wäre das jetzt damals rausgekommen, wobei das wäre dann wahrscheinlich nicht so HD-isch. Es wirkt wirklich wie so eine Eröffnung, einfach wie so ein Trailer, die Schneeflocken und so weiter, die Musik, die ich, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Hack gehört habe, aber dafür kann der Hack ja nichts. Sehr, sehr schön. Kalter Fußball? Och nee, ey. Oh, what the fuck. Okay, das ist... Also, da hat er aber richtig dicke Eier hier gehabt, ne, beim Level bauen. Ja, lass mich erstmal, genau, ich speichere hier nochmal. Ich wollte nur mal testen, ob ich ihn besiegen kann, weil das könnte ja für spätere Sachen kriegsentscheidend sein. Ist es denn, ist es ein normaler Football? Das ist jetzt kein modifizierter Ninji. Aber ja, ich mag grundsätzlich, ich merke gerade, die Aussage ist ziemlich, in meinem Kopf gerade ziemlich paradox, weil ich habe neulich bei SMT habe ich gesagt, dass ich was gegen... Dass ich Angst vor großen Gegnern habe. Ups. Ich schüchter mich da immer so ein bisschen ein. Alleine dadurch, dass sie halt groß sind. Also im echten Leben würde dir ja sowas nicht passieren. Das Leben war, glaube ich, auch gerade ziemlich groß. Aber wenn es um Mario geht, dann muss ich sagen, feiere ich große Sachen. So diese großen Welten einfach. Das macht sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Komme ich da... Wie soll ich denn da... Geht es? Ah, nee. Vielleicht, wenn er jetzt noch ein Stück höher gesprungen wäre. Falls ich das irgendwie hätte triggern können. Ich gehe mal davon aus, dass das ja, das geht nicht. Nee, man merkt auch hier so diesen eigenen Stil, den er hat. Der lässt mich gerne in unbekannte Gefilde springen. Ist aber dabei nie ultra asozial. Also es geht schon, aber... Es ist immer noch gefährlich genug, dass ich da jedes Mal mir so denke, werde ich überhaupt Boden unter den Füßen kriegen können, ja. Das ist immer schön, wenn man da so den eigenen Stil einfach
durchsickern, sehen kann, analysieren kann. Ja. Oh, shit. Das sollte wahrscheinlich noch ein Leben sein, ne? Fuck, okay. Level... Oh, da hinten ist ja sogar noch ein Footbally gewesen. Level 6 hat mir auf jeden Fall besser gefallen als das andere. Würde ich tatsächlich eine 7,5 geben, muss ich sagen. So, jetzt haben wir kalt unter der Hitze. Okay. Irgendwie sowas oder so ähnlich. Ja, man merkt, es wirkt jetzt spontan so, als würde es hier ein bisschen auftauen, aber wirklich so diese HD-Texturen, das ist halt... Puh. Also es gab auch Hex, da ist es mir ordentlich auf den Sack gegangen, aber hier... Er hat ja auch in der Videobeschreibung gemeint, dass das sehr poliert ist und ich muss sagen, ich bin kurz davor zu heulen, ja, aber wie gesagt, das ist so, wenn du einfach die letzten 7-8 Monate von einem einzigen Hack vergewaltigt wurdest, dann nimmst du halt alles mit Kusshand an und das hier, das ist wunderschön, wirklich. Holy fucking shit, ey. Und da haben wir auch direkt den, habe ich es gerade gesagt, den Mittelpunkt erwischt. Ich müsste aber, sollte... Oh, das ist Classico Donkey Kongino, würde ich sagen. Ich sollte hier und da vielleicht noch ein wenig auf die Secret... Da geht's auch nochmal rein. Moment, what? Ach so, nee, da bin ich... Ach so, ja. Bin ich wahrscheinlich eben gerade schon rein. Ja, das eine ist zum Rausgehen, das andere ist zum Reingehen. Habe ich es gesagt, ja, auf die Secret Exits achten. Die ja hoffentlich erkennbar sind durch die Weltkarte. Vielleicht dann dementsprechend auch nochmal kurz dann... Dankeschön. Man wird fürs Erkunden belohnt. Nochmal in die anderen Level rein. Ja, da hatte ich gehofft, dass der vielleicht ein bisschen langsamer ist. So, zack, 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 zack. Da hat beispielsweise, da hätte man was freischalten können. Ja, sehr, sehr schön. Würde ich tatsächlich mit dem anderen gleichsetzen. 7,5. Wunderschön. Ja, wir gucken nochmal hier. Ja gut, die sind halt blau. Ich gehe da nochmal ganz kurz zurück. Schau, ob man das sehen kann. Ja, doch, da oben. Das blinkt ja gar nicht, ne? Aber es ist rot. Wollen wir... Das ist halt die Frage, ob man das auch so... Ob man das so ergründen kann. Ich versuch's mal. Weil das ja auch nun mal die erste Abzweigung ist. Da wird er ja wohl hoffentlich nichts anderes verlangen, oder? Wobei hier... Ja, auch schon direkt die gelben Dingsi-Bumsis sind. Das ist halt die großartige Frage. Das, sowas mag ich dann immer nicht, wenn du erst quasi irgendwo was anderes freischalten musst, wenn es so ein Domino-Effekt hat, weil du musst halt den Anfang finden, ja. Das kann halt sehr, sehr schwierig sein. Ja, irgendwas hiermit wahrscheinlich, oder? Gibt's Monster, auf die man irgendwie... Nein, ach, das ist einfach ein Reflex. Ich sehe eine Röhre, ich muss direkt testen, ob es geht. Ja, aber so ein Floß oder sowas bräuchte man, ne? Oder, das wäre aber ziemlich hardcore, wenn du da mit einer Feder, mit einem Cape durchschlawinern sollst. Das wäre echt krass. Da bräuchte man schon... extrem gute Flugkünste. Nee, ich glaube, ich bezweifle, dass wir hier das aktuell machen können. Da müssen wir schätzungsweise irgendwo anders irgendwas machen. Vielleicht was Trauriges. Ne? Das ist wieder steht im Kontrast, im Widerspruch zu dem, was wir bisher meist durchgängig weg. Geliefert bekommen wir, ja, da war ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das, diese Stelle hier, die hat ja beim letzten Mal schon nicht geklappt. Na gut, wir gehen aber mal weiter und kümmern uns wieder um die zweite Welt. Dort scheint es eine interessante Rakete zu geben. Special Dolphins. Ich kann mit dem ersten Wort gerade nichts anfangen. Irgendwas ist mit den Delfinen. Oh, okay. Delfine im Weltall vielleicht?
Oh, sowas mag ich. Ich mag so solche so vollwertige Wasserlevel, kann man mal machen, aber sowas mag ich eher, wenn du da so kleine Tröpfchen hast, die du so ein bisschen einsetzen kannst. Und wirklich hier auch wieder fantastisch. Es wirkt. Ich lebe ja sogar noch. Wie aus einem Guss. Sehr, sehr schön. Gut, die da oben. Ich weiß jetzt nicht, ob die passt. Moment. Okay, habe ich, glaube ich, auch noch nie so gesehen. Eine Ranke, die von links nach rechts geht. Krass. So ein Tier. Ah, da soll mir dann der Fischi so ein bisschen helfen. Da fällt mir direkt kein Bock mehr, ne? Wenn man mit Leuten, vor allem mit fremden Leuten, Koop machen muss. Ah, er muss auch im Bild sein, Mann, sonst kommt der nicht wieder. So, danke schön. Drehsprung, ja. Und hier auch sicherheitshalber schöne Kisten. Damit man nicht direkt verreckt. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen doof, muss ich sagen, dass ich da Schaden genommen habe. Woher soll ich das denn bitte wissen, dass die böse sind? Aber immerhin gibt es hier schönen Kontrollpunkt. War das ein Level mit Secret? Oh shit, ja, das, sorry, aber da, hier, auch eine schöne Klassikostelle, die jetzt nicht, das war sein Wiedererkennungsmerkmal hier, das war richtig dumm. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand beim ersten Mal schafft, weil das auch sehr, sehr weit weg ist. Ja, das ist schwierig. Ja, guck, das war auch schon wieder verhältnismäßig sehr knapp, wie ich finde. Ja, man fällt dann halt in die Blase rein. Kann dann den Fischi nicht mehr nehmen. Auch hier sehr, 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 sehr gewagt. Dieser Abstand. Aber immerhin alles noch im Bereich des Legitimen. War ja kurz vor dem Ende, weil der Kontrollpunkt nicht in der Mitte war. Ja, sehr, sehr schön. Das mit den Kästchen hat mich ein bisschen traurig gemacht, muss ich sagen. Ich gebe dem 7 Punkte. Wegen den Kästchen-Bullshit ziehe ich erstmal einfach 0,5 Punkte ab. Und würde mal sagen, dass wir in der nächsten Folge leider Gottes in ein Geisterhaus gehen müssen. Ja, wie ich ja bereits, war das in dieser oder in der letzten Folge sagte, Geisterhäuser und Schlösser müssen aus unbekannten Gründen immer dabei sein. Finde ich nicht geil. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die Schlösser nehmen. Geisterhäuser mag ich absolut nicht, weil man ja dort gerne auch, es ist ja nicht nur so, dass die Geisterthematik an und für sich fuckt mich ja nicht ab. Nur in den meisten Fällen ist es dann so, dass das halt Rätsellevel sind. Und ich finde Rätsellevel unglaublich unnötig in Mario Games. Und das, okay, jetzt wo das Lied richtig reinkickt, würde ich sagen, dass das, ohne dass ich es jemals gespielt habe. Aber man hat ja so sein Wissen. Und ich würde sagen, dass das Secret of Mana ist. Secret of Mana. Ja, oder Chrono Cross, Chrono Trigger. So eines von diesen drei Dingern. Weil ich glaube, dass das Secret of Mana ist, ja. Ist auch etwas, was ich, wie gesagt, noch nie gespielt habe. Vielleicht irgendwann tatsächlich mal spielen sollte, weil das sehr gut ist, ja. Falls ihr auch noch andere gute Games kennt, die ich noch nicht hier let's played habe, schreibt sie gerne runter. Heißt aber nicht automatisch, dass ich sie direkt let's playen werde. Aber ja, ich erlaube euch es ausnahmsweise mal einfach runterzuschreiben. Grundsätzlich mal zu sagen, was eure Lieblingsspiele so sind, welche Spiele eurer Meinung nach einen sehr, sehr schönen Soundtrack haben. Ich finde, den besten Soundtrack hat immer noch Silent Hill 2. Und ja, schreibt grundsätzlich einfach mal so ein paar Kommis. Passiert tatsächlich hier auf diesem Kanal sehr, sehr selten. Da lese ich immer gerne das, was ich dann ausnahmsweise ab und zu mal kriege. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.